Herzlich willkommen. Hier ist der Verwunder-Podcast. Das Moderatorenteam besteht aus zwei Mann, nämlich dem einen aus mir, Steffen, hallo, und mir, Luis. Und wir haben die 111. Folge, und zwar vom 15.10.2020, und von vor 100 Jahren haben wir den 15.10. Eins im Sinn, Quadratwurzel, 1920. Richtig. Und wir berichten im Verwunder-Podcast sozusagen live nur exakt 100 Jahre tagesaktuell in der Vergangenheit über das, was vor 100 Jahren passiert. Wir gehen mit euch gleich die Meldungen raus, die wir aus alten Tageszeitungen, die wir aus Archiven entnommen haben und Chronikbüchern und auch dann Seitenrecherche und Tagebüchern, die gehen wir gleich mit euch durch. Bevor wir zu diesem Teil kommen, rahmen wir das normalerweise ein mit einem Hausmeisterteil, den wir auf 2 Minuten begrenzen, und zum anderen mit einem Tagebuchteil von Harry Graf Kessler. Es gibt in dieser Folge keinen Tagebuchteil, weil es gab keine Meldungen. Das hat Steffen milde überrascht und das werdet ihr später hören. Grundsätzlich, wir reden jetzt über die goldenen 20er, weil die waren von vor 100 Jahren. Das ist eine unfassbar spannende Zeit. Keiner wusste, was passiert. Es gab großen technologischen Fortschritt. Es neben dem sozialen Elend. Es war ein Gefühl von Aufbruch und Aufbau. Der Krieg ist vorbei. Vorwärtsgewandt sein. Gleichzeitig haben die Altlasten sozusagen Knüppel zwischen den Beinen der Menschen geworfen. Und über die Zeit reden wir, über die Zeit, in der Babylon Berlin spielt. Und da kommen wir auch gleich zu den Hausmeister-Themen. Da würde ich erstmal vielen Dank sagen. Ich sage den Namen und die E-Mail-Adresse nicht an, sondern weil ich nicht weiß, ob wir das alles dürfen, sondern wir sagen, ich sage einfach nur B-Punkt. Vielen, vielen Dank für deine liebe E-Mail. Und wie du gerade gehört hast, finden wir den Rat sehr, sehr gut und werden ihn auch anwenden. Genau, also auch von meiner Seite vielen Dank. Und ich möchte dazu nur sagen, also Babylon Berlin, wir waren vorher da, wir sind das Original. Ja. Bei uns gibt es das Beste aus den Nullern, Zehnern und auch 20er Jahren, den Roaring Twenties. Mit dem Besten von heute vor 100 Jahren. Ja. Dann haben wir einen Kommentar bekommen von Linda, und zwar in der Folge 109 habe ich zahlreiche Witze von vor 100 Jahren vorgelesen. Ich habe auch wieder einen vorbereitet, Steffen. Ich weiß, du kannst sie vor Begeisterung sozusagen am Tisch halten. Und da gab es einen Witz, den wir beide nicht verstanden hatten. Da ging es ja darum, dass eine Dame hat sich was für den Hals gewünscht und Seife bekommen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich ebenfalls nicht, ja. Und ich werde das gleich nochmal meiner Frau erzählen, dass ich das nicht verstanden habe. Und die Linda, die hat es nochmal erklärt, dass die Dame sich wahrscheinlich was Schmuck gewünscht hat und über diese Seife, die so begeistert war. Ich habe meine Frau nochmal von meiner tollen Performance hier an der Stelle erzählt. Ja, und ich, wenn die Linda das so schön beschreibt, dann ist das auch irgendwie klar. Aber in der Folge, ich bin da nicht drauf gekommen. Wahrscheinlich liegt es da, da gibt es eigentlich keine Entschuldigung für. Einfach nicht. War halt so. Mama, danke, Linda. Wusste ich nicht. Ja, auch Dankeschön meinerseits. Ja, Luis, wir nähern uns den 2 Minuten, sind jetzt zu Ende demnächst. Hast du noch was für die Hausmeister-Themen? Ja, einen Witz möchte ich gerne bringen, aber nur einen. Dann bringen wir jetzt diesen Witz. Ich habe Luis erlaubt, einen Witz zu erzählen. Sicher. Weshalb schlafen Sie denn auf dem Fußboden? Haben Sie Ihre Betten verkauft? Wegen der Unsicherheit. Dann kann doch keiner drunter kriechen. Ja, ein toller Witz. Aus welcher Zeitung hast du den? Aus der Wiener Bilder vom 3.10.1920. Gut, Luis, da haben wir wieder gelacht. Vielen Dank dafür. Wir kommen jetzt von diesem etwas witzigen Thema, kommen wir zu den Themen von heute von vor 100 Jahren und haben da ein Kontrastprogramm. Es liegt daran, dass wir diese Teile getrennt aufnehmen. Daher nicht wundern, wenn es jetzt erstmal nicht ganz so humorvoll weitergeht. Wir beginnen mit einem Thema, das man sich heute echt schwer vorstellen kann. Und zwar in dem Deutschland, im Deutschen Reich von vor 100 Jahren mussten die Kinder hungern. Das lag an drei Gründen. Zum einen war halt wenig Geld da. Die deutsche Mark hat
am Weltmarkt sehr an Wert verloren. Das heißt, es war sehr, sehr teuer, im Ausland Nahrung zu kaufen, weil die Kaufkraft der Binnenwährung so gering war. Dann haben Betriebsmittel gefehlt, wie Futter, Dünger, aber auch im Verzug des Versailler Vertrags mussten ja auch Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen abgegeben werden. Dann fehlen natürlich Arbeitskräfte, weil diese im Krieg gefallen sind oder schwer verwundet worden sind. Und das führt zu einem Rückgang der Produktion im Allgemeinen. Das merkt man extrem an den Schulkindern. Es gibt dann systematische Erhebungen und zum Beispiel 2/3 der 64.000 Schulkinder in Frankfurt leiden an Folgen der Unterernährung. Das heißt, Ärzte konnten die Unterernährung bei den Kindern am Körper sozusagen die Symptome davon. Ja, 2/3 ist eine Menge. Ja. Also stellst dir vor, gehst in eine Klasse rein und 2/3 dieser Kinder sind unterernährt. Stelle ich mir gravierend vor. Es gibt genug Bilder aus der Zeit, wo man dann wirklich Kinder, die etwas verkümmert sind vom Wachstum, wie man das heute leider noch aus Afrika kennt. Es fehlt auch nicht an Essen, sondern in München leiden in einer Zeit von vor 100 Jahren 90% der Schulkinder an Läuse, denn es fehlt an Reinigungsmitteln. Das sind ja Verhältnisse wie an der Front damals, ja. Da waren ja auch die ganzen Soldaten voller Läuse. Es gab richtig Entlausungsstationen, da mussten die regelmäßig hin. Und jetzt hier, das sind jetzt Schulkinder. Ich habe hier aus dem Chronikbuch, was wir halt verwenden, um uns auf die Folge vorzubereiten, gibt es eine Übersicht der wöchentlichen Lebensmittelration und deren Preise. Und zwar, die Zahlen sind jetzt vom März 1920, das heißt, sie haben sich jetzt nicht verbessert, sondern im Gegenteil. Zum Beispiel kosten 2 Pfund Kartoffeln 1914 5 Pfennig. Und was war das zu schätzen im März 1920? Ich würde höher gehen und sagen 5 Mark. Na, 70 Pfennig. Da kommen wir auch noch hin, aber... Zucker von 15 Pfennig auf 60 Pfennig, 170 Gramm. 250 Gramm Fleisch, das sind Fleisch mit Knochen, das sind 40 Pfennig und der Preis ist auf 6 Mark halt angestiegen. Oh, also der ist tatsächlich so gestiegen. Ja, das ist Faktor 14, 15 exakt. Nee, doch, 5 mal. Weil, genau, doch, 15, exakt 15. Ja, 40 Pfennig durch 6 Mark ist ein Faktor von 15. Zu lang gedauert. Ja, genau. Und das zieht sich so durch. Also der Faktor schwankt zwischen so 7 und 15. Das sind die Preissteigerungen. Ich sehe ja auch so ein Kind, was abgebildet wurde, fotografiert. Und das sitzt auf einer Liege, ist 14 Jahre alt und wiegt nur 26 Kilogramm. Ja. Steht nur noch aus Haut und Knochen. Ja, und das war ein Massenphänomen, die Bevölkerung verelendet. Und das sind die Konsequenzen. Wie gesagt, die Deutschen aus meiner Sicht haben den Krieg nicht alleine verursacht. Da gibt es ja eine ganz große Diskussion drüber. Nur das sind die Konsequenzen, die die Regierung über ihr Land gebracht hat. Nicht nur alleine, aber mit entscheidend. Und ja, darauf wollte ich einfach nochmal halt hinaus, dass das bei uns noch nicht so lange her ist. Und es gibt halt eine amerikanische Organisation, die führen Kinderspeisen in Deutschland durch, weil die Kinder hungern. Ja, das war damals notwendig. In Österreich ist das gleiche Problem. Ja, also die Mittelmächte, die ehemaligen, bei denen, die haben anscheinend das Problem jetzt. Wird sicherlich noch ein Grund sein, aufgrund der damaligen Versorgungsknappheit bei den Mittelmächten generell. Genau, man muss dazu sagen, dass die Franzosen oder also die Alliierten außer die USA jetzt auch eben nicht im Luxus leben. Denen geht selber wirtschaftlich nicht gut. Die müssen ja auch die Schulden zurückbezahlen, gerade an die USA, ne, wenn man Frankreich oder England betrifft. Und in Russland verhungern Millionen im Zuge des schweren Bürgerkriegs, der jetzt gerade in den letzten Zügen ist, sich beendet. Da sind Millionen Leute gestorben.
Und außer den USA ist eigentlich überall Not bis nur Schmalhans angesagt. Und das führt ja auch dazu, dass Mitleid nicht vorhanden ist. Ne? Wenn man selber wenig hat und auch sehr viele Verluste im Krieg erlitten hat, dann fällt es schwer, wenn da die Propaganda auch heißt, der andere ist schuld, sozusagen Mitleid zu haben und zu helfen. Ja. Ich kann es auf einer gewissen Hinsicht auch verstehen mit den damaligen Verhärtungen. Ja. Also menschlich kann ich es nicht verstehen, aber politisch schon. Ja. Es war halt, man muss halt die manchmal die Menschen auch mit der Brille von damals sehen und da passt es einfach in die Zeit von damals. Dann möchte ich aber betonen, ich würde es menschlich verstehen, aber nicht politisch. Also ich würde es andersrum sehen, was du sagst und dich verwahr. Andersrum? Nee. Weil menschlich kann man das verstehen, dass man, wenn es einem selber nicht gut geht, dass man nicht in der Lage ist, anderen zu helfen. Politisch kann ich es nicht verstehen, weil die Entscheider, denen ging es gut, die hatten ein gutes Leben, materiell gut abgesichert und die hätten sehen müssen, aus meiner Sicht, dass dieser Rachefrieden langfristig nur wieder zu Krieg führt und noch mehr Schaden anrichtet. Das wäre meine persönliche Meinung, aber wir spekulieren gerade, also das also ist nur eine persönliche Ansicht. Ja. Nee, also ich glaube, politisch gesehen war das so verhärtet. Es ist eigentlich auch eine Mischung von beiden. Ich glaube nicht, dass man das hundertprozentig trennen kann. Ja. Also das, was wir jetzt hier probieren, ich glaube, das funktioniert nicht. Man muss es, glaube ich, als Ganzes sehen. Da hast du recht. Ja. Okay, viel zum Thema. Das ist etwas, was auf jeden Fall sehr, sehr akut war in Deutschland in der Zeit von vor 100 Jahren, über welches Elend wir hier reden. Genau, das wollte ich auch besonders deswegen erwähnen, weil natürlich Harry Graf Kessler in seiner privilegierten Position der Falsche ist, das darzustellen. Wobei er das ja auch einmal angerissen hat, dass die in der Schweiz halt hungernde Kinder aufnehmen. Ja, aber Harry Graf Kessler, ich meine, er isst ja auch zum Frühstück Schildkrötensuppe. Ja, und hält vor Arbeiterschaften, hält er Vorträge, wie man zum Weltfrieden kommt. Ich glaube, er versteht das Problem nicht so ganz. Das ist wohl wahr. Genau, Steffen, welche Meldung hast du? Ich greife auf von der vorletzten Folge mittlerweile, aus der 109. Folge, mit dem schönen Titel Der Kommunismus als Franchise. Da sprachen wir über die Spaltung der USPD, dass sie bevorsteht. Und jetzt ist es auch soweit. Kurzer Hintergrund, das kann man nochmal nachhören in der Folge 109. Verlinken wir auch in den Shownotes. Kurzer Hintergrund, es sind ein paar Leute der USPD, der unabhängigen Sozialdemokraten, sind ja nach Moskau gereist, um sich der kommunistischen Internationalen anzuschließen, der Komintern. Und um das zu machen, müssen sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und darüber werden sie jetzt gerade in Deutschland abstimmen auf einer Versammlung, die jetzt vom 12. bis 17. Oktober geht. Und da wird die Mehrheit beschließen, sich der Komintern anzuschließen. Und damit dann eine kleine Minderheit aus der USPD sagt, Leute, wenn ihr habt das jetzt mehrheitlich angenommen, aber das widerspricht der Satzung der USPD. Also wenn wir das jetzt annehmen, was wir jetzt ja gemacht haben, dann müsst ihr jetzt alle aus der USPD abwandern. Und wir jetzt die Minderheit, die dagegen gestimmt haben, bilden noch die USPD. Also das ist ein totaler Quatsch, finde ich. Und das kommt jetzt dazu, dass ein Großteil aus der USPD deswegen abwandert und zur KPD gehen möchte. Und der Rest der USPD, die lösen letztendlich die Partei auf, gehen auch zur MSPD später, und ein Teil ist auch so in Politik verdrossen, dass sie letztendlich gar nichts mehr machen politisch. Also weder sozialdemokratische Seite noch kommunistische Seite irgendwie politische Ämter ausführen. Aber wie gesagt, nachzuhören in Folge 109. Sag mal nochmal ganz kurz vielleicht, welche Partei löst sich auf? Die USPD, die unabhängige Sozialdemokratischen. Und Teil der Konflikt war, ob man jetzt sozusagen auf der Seite der Internationalen ist, also sozusagen in diesem Franchise-Organisation geführt aus Moskau, die die Weltrevolution will und die klassenlose Gesellschaft, ob man davon Teil sein möchte oder nicht, richtig? Genau. Und dafür müssen die bestimmte Bedingungen erfüllen, was wir im Detail in Folge 109 besprechen. Aber ein großer Teil war, dass wenn man
diesen Bedingungen zustimmt, man letztendlich auch zustimmt, dass alle Befehle aus Moskau kommen, von der dortigen kommunistischen Partei. Und man, also letztendlich ist es so eine Art Weisungsbefugnis aus Moskau. Und der Papst. Und man ist antidemokratisch. Ne? Genau. Das ist auch nicht. Und das heißt, diese USPD, ja, die löst sich auf und ein Teil der Anhänger machen gar nichts mehr. Und wohin gehen nochmal die übrig gebliebenen Mitglieder? Ein Teil gehen nirgendwo hin. Sie verlassen die Politik, das politische Feld. Und ein Teil wird später zur MSPD gehen und sich damit fusionieren. Zur weiteren Geschichte, die USPD und die MSPD, die waren ja mal früher eine Partei, die SPD, und haben sich im Krieg, im Ersten Weltkrieg aufgesplittet in die MSPD, das ist, M steht für Mehrheit und USPD für Unabhängigkeit, weil Teile der SPD damals gegen die ganzen Kriegskredite gestimmt haben und eine sehr radikalere linke Ansicht hatten als die Mehrheit der SPD. Und diese, nennen sie jetzt mal radikaleren, haben dann die USPD gegründet. Ja. Also es ist die linke Strömung der SPD gewesen, die stark linke Strömung. Richtig. Und nochmal, um das einzuordnen, weil ich glaube, das ist, wenn man diese ganzen Abkürzungen verwendet, ist das sehr, sehr schnell, dass man da aussteigt. Wir hatten die Wahlen 1920. Hier hat die USPD 17,6% der Stimmen bekommen, was schon viel ist. Mhm. Und die hat sich aufgelöst. Also das hat schon ordentlich Auswirkungen. Und die SPD oder MSPD, die MSPD ist nichts anderes als die SPD, die hatte 21,9% der Stimmen. Genau. Und bildet jetzt die Oppositionsrolle zurzeit. Die Oppositionsrolle. Und die andere große Partei, links neben der SPD, löst sich auf in Leute, die gar nichts mehr machen, in Leute, die zur KPD gehen. Ne? Ja. Und noch weiter? Nichts weiter. Also das ist das. Aber SPD und die USPD sind links der SPD und es gibt sozusagen eine weniger, ne, also ganz viele Abkürzungen. Also ne, die Linke hat ja immer das Problem, dass sie sehr, sehr zersplittert sind und man sich sehr, sehr uneinig ist. So ein bisschen wie bei den Christen. Die Frage ist immer, wie betet man den gleichen Gott an? Das habe ich das Gefühl, ist bei den linken Parteien auch so. Und das ist immer deren großes Problem, weil die selten einig sind. Das ist ja heute auch, wenn man sich anguckt, die SPD und die Linke können ja wollten ja ewig auch nicht miteinander koalieren, wobei ja deren Ansatz ja auch eigentlich sehr ähnlich sein sollte. Und so war das damals auch. Und jetzt haben wir aber einen Player, der 17% der letzten Reichstagwahlen bekommen hat, weniger. Ja. Dazu möchte ich übrigens sagen, und da komme ich auch schon zur nächsten Meldung, Groß-Berlin wird gegründet. Und zwar hatten wir in Folge 106, das ist schon eine Weile her, das ist im Mai gewesen, der Titel Die junge deutsche Eiche, auch ein sehr schöner Titel, Luis, werden wir auch verlinken. Und da ging es darum, um die Gründung von Groß-Berlin, dass es beschlossen wurde. Und dieser Beschluss tritt jetzt tatsächlich im Oktober am 1.10. in Kraft. Also man kann sagen, dass Berlin, so wie wir es heute kennen, von der Fläche, vom Umfang her, das ist letztendlich das, was am 1.10. Dann auch wirklich so kam und beschlossen wurde. Vorher bestand Berlin quasi nicht aus den heutigen Randbezirken. Und durch den Beschluss jetzt, dass Groß-Berlin am 1.10. Groß-Berlin auch wirklich wird, kommt es auf einmal zu einer Bevölkerung von 3,8 Millionen Leuten, also Einwohnern. Und was man damals befürchtet hatte, war ja, dass es dadurch zu einer stark linken Strömung kommen würde. Und tatsächlich haben wir es ja auch so, dass die USPD bei den Reichstagswahlen ja auch schon im März sehr, sehr viele Teile gewonnen hat. Und man hat jetzt natürlich durch Groß-Berlin auch nochmal Angst, dass die USPD beziehungsweise dann die KPD und die SPD ganz viel Stimmen für sich gewinnen werden. Und das wird in Berlin auch in den nächsten Jahren quasi so sein. Das wird immer eine linke beziehungsweise sozialdemokratische Stadt sein bis in die 30er Jahre hinein, wenn dann ein Österreicher
der ziemlich verrückt ist, die Macht ergreift. Vielleicht, um das zu verstehen, Berlin war wesentlich kleiner und diese sozusagen diese Arbeitersiedlungen, die waren eben nicht Teil Berlins und die wurden auf einmal eingemeindet. Und die hatten dann Angst, dass das Berlin war, ein Zentrum ist ja heute auch so, leben jetzt nicht die ganz Armen. Und tendenziell die ärmeren eher im Stadtrand und die wollten halt die ärmeren, eher links wählende Wählerschaft nicht in Berlin, in diesem Wahlbezirk haben. Da muss ich dir jetzt widersprechen, Luis, das stimmt so nicht. Oh, bitte. Und zwar der Wedding war ein ganz klassischer Arbeiterbezirk und der gehörte schon zu Berlin. Reichere Bezirke, wie zum Beispiel der Süden von Berlin, die kamen vor allem auch mit rein. Also es hatte eher, das Umland von Berlin hatte Angst, dass vor allem die reichen Bezirke, die eigentlich auch das Geld bringen, dass die jetzt in Groß-Berlin ranfallen. Das sind ja dann auch Steuereinnahmen, die wegfallen und auf einmal in Berlin da sind. Aber natürlich gibt es auch größere Einflussnahme durch andere Bezirke, die dazukommen. Das kann man nochmal im Detail im Folge 106 nachhören. Genau, also von den bis dahin 1,9 Millionen Berlinern kamen nochmal 1,9 Millionen dazu. Das Stadtgebiet vergrößerte sich von 66 Quadratkilometer auf 878. Das ist schon über eine Verzehnfachung, von dem wir hier reden. Mhm. Ne? Es war die flächenmäßig zweitgrößte Stadt der Welt, und zwar nach Los Angeles damals und nach London und New York die drittgrößte Stadt der Welt von vor 100 Jahren. Ja, genau. Also ich möchte das gar nicht nochmal alles erzählen. Am besten einfach Folge 106. Kann man ja auch Kapitelmarken sich angucken. Mhm. Kann man ja nochmal anhören. Gut, so viel dazu. Luis, willst du die nächste Meldung gleich machen? Und zwar, wir hatten ja, welches ist das größte Land der Welt, Steffen? Aus heutiger Sicht? Nee, aus 100-jähriger Sicht. Das flächenmäßig größte war war Russland, beziehungsweise Sowjetunion. Ja, aber wir hatten doch den Witz, dass das Polen ist, weil es gibt kein Polen. Ja, den habe ich schon wieder vergessen, Luis, entschuldige bitte. Das war schlecht von mir, jetzt vorbereitet. Ja, das war ja das größte Land der Welt, das war auch der Titel der letzten Folge. Und wir hatten ja berichtet, dass über den Verlauf des polnisch-russischen Bürgerkrieges und dass es das Wunder an der Weiße gab, dass die polnischen Kavallerietruppen in einem Angriff sozusagen vor Warschau den Sieg errungen konnten. Ein wichtiger Narrativ der polnischen Staatsgründung auch heute noch. Und die russischen, sowjetischen Truppen schlagen konnten. Und nach dieser Niederlage wurde auf russischer Seite klar, okay, vielleicht sollten wir doch einfach über Frieden nachdenken, weil so schnell kriegen wir hier diesen militärischen Sieg nicht hin, wie wir ihn wollen, weil die Alliierten vermitteln und wollen, dass es hier Frieden gibt. Die haben kein Interesse, dass Russland sozusagen sich vergrößert, sind aber auch nicht bereit, Polen zu helfen. Und Russland ist noch in den letzten Zügen seines Bürgerkrieges. Und auf beiden Seiten kommt die Erkenntnis, so ein Frieden hätte doch was. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn Frieden ist, ist die Kernfrage, welche Grenzen wird der neue polnische Staat haben? Piłsudski als Führer der Polen möchte ein Großpolen, also nach mittelalterlichem Vorbild. Also das ist ein riesiges Gebiet, was ukrainische, weißrussische, litauische, auch deutschsprachige Gebiete, aber die ständig zur Diskussion, weil er hat ja nur Krieg mit Russland, aber möchte ein sehr, sehr, sehr großes Polen haben. Und die Vorstellung, was die Alliierten sich überlegt hatten, war diese Kürzenlinie. Das hatten wir alles in der letzten Folge beschrieben. Und die ist um einiges kleiner. Das ist sozusagen weniger als die Hälfte oder noch kleiner als die Hälfte, als das, was Piłsudski möchte. Und es wurde sich darauf geeinigt, auf eine Grenze, wie immer ein Kompromiss. Sie ist 200 bis 300 Kilometer östlich dieser Kürzenlinie, ist aber um einiges kleiner als das angestrebte Großpolen. Aber es ist immerhin trotzdem noch ein Gewinn für Piłsudski.
Naja, vor allem, die waren ja, das sah ja so aus, vor 4 Wochen war niemand bereit, auch nur sozusagen einen verschimmelten Karton Brot auf Polen zu wetten, weil das sehr danach aussah, dass sie den Krieg verlieren. Und jetzt haben sie doch einen eigenen Staat, den sie jahrhundertelang nicht hatten, nach der letzten Teilung zwischen Preußen, Österreich und Preußen, Österreich und Russland gab es Polen ja ewig nicht mehr. Und sie haben jetzt eine Chance auf einen eigenen Staat. Und das damalige Polen ist etwas größer als das heutige und vor allen Dingen 200 bis 300 Kilometer Richtung Osten verschoben, weil Deutschland war ja im Osten größer von vor 100 Jahren. Man hatte Schlesien, man hatte Westpreußen, dann hatte man diesen polnischen Korridor und dann kam Ostpreußen. Und dafür war Polen wesentlich weiter an Litauen dran, hatte groß viele Gebiete in Weißrussland und auch viele Gebiete in der Ukraine, sozusagen der Westukraine, waren polnisch. Ja. Ja. Und es gibt so eine Art Vorfriede. Ist noch nicht der endgültige Friede, aber beide Seiten sind in Vorfriedensverhandlungen und hier verbessert sich die Lage. Gut, also da geht's auch weiter. Luis, wollen wir gleich mal zu den Geburtstagskindern kommen? Ja, und danach kommen wir zu noch einem neuen Staat, der sich bildet. Okay. Das ist heute das Frühlingsgeburt, was das angeht in dieser Folge. Ja, Mensch, das geburtzelt heute. Und zwar, Luis, ich habe einfach mal ein paar Geburtstagskinder rausgesucht, die seit der letzten Folge bis jetzt zum 15. Oktober 1920 so geboren wurden. Und dabei fange ich einfach mal an, jemanden, der genau heute vor 100 Jahren, also am 15. Oktober 1920 geboren wurde. Und das ist Mario Puzo. Sagt dir das was, Luis? Nein, klingt italienisch. Mario. Genau. Und dieser Mario Puzo, also ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, wurde in New York geboren, wurde 78 Jahre alt, starb auch in den USA am 2. Juli 1999. Und er ist, ich wette mit dir, dass du jetzt doch kennst, wenn ich es sage, er hat letztendlich die literarische Vorlage geschrieben für Der Pate. Oh. Und hat auch am Drehbuch mitgeschrieben von Der Pate 2. Das Drehbuch für Pate 1 und 2 hat übrigens 2 Oscar bekommen. Und dafür hat er also 2 Oscar bekommen. Das sind aber wirklich gute Filme. Ja. Und vielleicht kennst du ihn auch, Luis. Er hat den aus den 70er Jahren, den Film, also hat dafür das Drehbuch geschrieben für den Film Superman. Luis. Ja. Da ist eine Luis in den Film. Ja, die schreibt sich anders als du, aber das ist auch eine Luis, ja. Ja. Also sieht auch anders aus. Gut für sie, würde ich sagen. Hast du den Film mal gesehen? Ja. Ja. Genau. Genau. Es ist mittlerweile ein Filmklassiker, aber der ist halt heute vor 100 Jahren geboren worden. Ja. Ich habe auch rausgesucht, und zwar einen sowjetischen Soldaten am 5.10.1920 geboren. Und dieser nennt sich Militon Kantaria. Und der Name sagt dir wahrscheinlich auch nichts, Luis, oder? Ich hätte jetzt, wenn ich gesagt, Militon Kantaria, es ist ein griechischer Philosoph. Er hat 3 Jahre in einem Fass überlebt, alleine auf einer Insel in der Ägäis und dabei den Dreisatz erfunden. Militon Kantaria, dann hättest du mich überzeugt. Also ähnlich. Wahrscheinlich habe ich ihn auch komplett ausgesprochen. Dafür sind wir im Vor-100-Podcast ja bekannt. Also komplett falsch. Er ist Georgier und ich gebe dir jetzt mal einen Link und du klickst mal bitte rauf. Ach, das kenne ich. Genau, das ist jetzt ein Bild, das verlinken wir auch. Wir können es nicht auf die Seite schicken, weil es da so Copyright-mäßig was gibt, aber wir können zumindest einen Link reinstellen, könnt ihr selber raufklicken. Und da schwenkt jemand eine Fahne, es ist die Sowjetfahne auf dem Reichstag und es wird behauptet, dass das dieser Meliton Kantaria oder wie auch immer man ihn ausspricht, dass das der sein soll. Ich sage sein soll, weil es da auch so ein paar, es gibt da so Spekulationen, es könnten vielleicht doch andere sein, aber offiziell wurde von der Sowjetunion damals behauptet, dass das dieser Herr gewesen sein soll. Es ist ein sehr bekanntes Bild, ja, Luis?
Wir beschreiben die Entstehung von Groß-Berlin und gucken im gleichen Atemzug ein Bild von einem komplett zerbombten Berlin auf, wo russische Truppen eine Siegesflagge auf den Reichstag hissen. Ja, und von einem Herr, der vor 100 Jahren geboren wurde. Klingt, als hätte er den Dreisatz erfunden. Übrigens eine perfekte Überleitung, Luis, denn das Berlin war ja dann damals zerstört und es bildeten sich zwei Berlins. Ein Westteil und ein Ostteil. Und sicherlich, Luis, kennst du auch die Geschichte der Berliner Luftbrücke. Ja. Und so kommt es ja, dass teilweise Piloten aus den USA mit sogenannten Rosinenbombern über Berlin fliegen und Süßigkeiten abwerfen. Ja. Genau. Und einer dieser Herren, besser gesagt der Erste, der das gemacht hat, der ist am 10. Oktober 1920 geboren in Salt Lake City und der lebt noch. Der ist jetzt also 100 Jahre geworden, von der letzten Folge vor 100 bis zu dieser. Es ist Gail Seymour Halvorsen, hat einige Urkunden bekommen, Ehrungen. Er sollte auch schon zum Ehrenbürger von Berlin ernannt werden. Hat man sich dagegen entschieden, um nicht einen einzigen ich sage jetzt mal Helden der Berliner Luftbrücke rauszustechen, sondern um alle zu ehren. Aber er war eine bedeutende Persönlichkeit der Berliner Luftbrücke, hat das als erstes gemacht mit den Süßigkeiten, diese abzuwerfen. Und man geht davon aus, dass er auch durch genau diese Aktion wahrscheinlich die Amerikaner in West-Berlin einen erheblichen Imagegewinn bekommen haben, erfahren haben. Hat auch zahlreiche Ehrenmedaillen bekommen. Also das ist dieser Gail Halvorsen. Auch eine Schule in Dahlemdorf ist jetzt mittlerweile nach ihm benannt. Und das finde ich ja sehr, sehr prägsam, dass dieser Herr tatsächlich noch lebt. Luis, der ist 100 Jahre alt. Irre. Vor allen Dingen, ich sehe auch gerade, das wurde dann schnell bekannt, war eine super Marketingkampagne und die hatten dann aus irgendwelchen Gründen 425 Kilo Süßigkeit zum Abwurf zur Verfügung. Eklig. Ja. Jetzt lass dir das mal auf der Zunge zergehen, Luis. Der ist am 31. August 1974 in den Ruhestand verabschiedet worden. Wahnsinn, ja. Ja, also das ist jetzt auch schon 46 Jahre her. Ja, und er ist 31 Jahre Militärdienst und 8000 Flugstunden. Das ist viel. Ja. Also dieser Herr ist jetzt 100 Jahre alt. Ja. Dann habe ich noch rausgesucht, eine Persönlichkeit, Luis, die wird dir sicherlich auch nichts sagen und letztendlich. Sie hast sie hier vorbereitet. Das wird jetzt der letzte sein. Ja. Das ist, und zwar, ich habe ihn einfach rausgesucht, weil ich den Namen sehr interessant fand. Er ist gestorben vor 100 Jahren am 23.09.1920, also Zeit der letzten Folge. Und den Namen fand ich sehr interessant. Heinrich Adelmann von Adelmannsfelden. Auch ein. Ja. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, du kannst gerne raufklicken. Dieser Mann hat einen Schnurrbart, der ist breiter als so mancher Fahrradlenker. Also quasi der Schnurrbart ist breiter als sein Ohrenabstand. Sozusagen, genau. Und ja, also man muss jetzt gar nicht so viel drüber ihn sagen. Er war Mitglied des Deutschen Reichstags, lebte von 19. Dezember 1848 bis jetzt 23. September 1920. Aber den Namen fand ich sehr, sehr irgendwie witzig. Heinrich Lothar Honor Graf Adelmann von Adelmannsfelden. Der war sehr adlig. Der war auch Mitglied der Andreeschen Tischgesellschaft in Münden. Ja? Ja. Also wenn in der Andreeschen Tischgesellschaft in Münden war, konnte man sein, dass man Heinrich Lothar Honor Graf Adelmann von Adelmannsfelden bei einem Bier sozusagen, was er Kredenz sicherlich bekommen hat von irgendjemand anders, beobachten konnte. Ja, ja gut, jetzt vor 100 Jahren nicht, denn er starb ja am 23. September auf Burg Schaubeck bei Kleinbottwar. Großartig, sehr schön, Steffen, das finde ich sehr, sehr gut. Burg Schaubeck bei Kleinbottwar, wo ist denn die? Das ist ein eingemeindeter Stadtteil von Steinheim an der Mur, was es alles gibt. Gut. Ja. Also so viel dazu. Ich glaube, ich werde nächstes Mal auch noch mal ein paar Persönlichkeiten raussuchen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also das fand ich jetzt sehr interessant. Dankeschön. Wie haben wir noch einen? Nein, das reicht jetzt. Und ja, ich hab halt auch nicht nur ein, sondern zwei Staaten, die entstanden sind. Wobei, wie gesagt, Polen ist eher so ein Vorfriede. Welcher Staat
sozusagen gegründet wurde, wo auch ein Bürgerkrieg beendet wurde oder wo man halt sagen kann, der Staat gibt es jetzt, ist Finnland. Finnland hat sich direkt nach der Oktoberrevolution als ehemaliges Großherzogtum losgesagt. Es gab nach der Oktoberrevolution einen innerfinnischen Bürgerkrieg. Und zwar zwischen roten und weißen Finnen. Und da ist die Frage, ne, wer hat das Sagen, wer macht den neuen Staat? Und auf Seiten der weißen Finnen gab es noch bis zum Ende des Ersten Weltkrieges ein deutsches Expeditionskorps, was sozusagen geholfen hat, dass die weißen Finnen schlussendlich den Krieg gewonnen haben. Auch der Kern der weißen Truppen wurde in Deutschland ausgebildet. Und diese weißen Truppen wurden geführt von Karl Gustav Emil von Mannerheim. Dieser Mann ist für die finnische Geschichte von extrem hoher Bedeutung. Der hat noch den ganzen Zweiten Weltkrieg hindurch Finnland geführt. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und hat auch einen sehr, sehr finnischen Namen. Ne? Karl Gustav Emil von Mannerheim. Auf jeden Fall sehr, sehr finnisch. Ja. Und jetzt gibt es Finnland. Und ich habe schon immer eine persönliche Schwäche für das ganze Thema Finnland und seine Geschichte. Werde jetzt die wichtigsten Fakten. Finnland war historisch gesehen schwedisch, unter schwedischer Oberherrschaft. Und es gibt in Finnland auch eine schwedische Minderheit, die lebt so an der Ostseeküste, also quasi, na, die Ostsee ist ja ziemlich lang, die geht ja richtig weit hoch rein, ne? Und da gegenüber von Schweden leben auf finnischer Seite eben auch Schweden. Ja. Und dieser schwedische Teil, der war auch immer maßgebend, auch kulturell. Die waren an den unlichen Städten überproportional vertreten. Und dann kam es dazu, dass vor einigen 100 Jahren Russland sozusagen Krieg gewonnen hat und die Gebiete um St. Petersburg bekommen hat, das war unter Peter den Großen, und auch Finnland bekommen hat. Und dann hatten die Russen das Sagen. Und Finnland war sehr lange relativ autark im russischen Zarenreich. Da gab es auch Unruhen, Attentäte und trotzdem, dann gab es auch wieder sozusagen Zeiten, wo die mehr unabhängig waren. Es war ein eigenständiges Großherzogtum, ein eigenständiges, und mit der Oktoberrevolution hat sich dann Finnland losgesagt. Die Finnen selber haben auch sehr lange gebraucht, eine eigene Identität zu bringen, ne? weil die Schweden im Land waren sehr, sehr kulturell wichtig und die finnische Kultur als Literatursprache, als Poesiesprache, dieses Nationalbewusstsein ist noch nicht so lange da, wie jetzt bei den Franzosen oder auch bei den Schweden oder bei den Deutschen oder bei den Engländern. Das hat sich erst viel, viel später gebildet. Und jetzt gibt es diesen Staat nach einem blutigen Bürgerkrieg mit deutscher Unterstützung. Deswegen waren halt auch Deutschland und Finnland sind deswegen historisch auch schon immer relativ eng verbunden, weil eben deutsche Truppen den Finnen geholfen haben. Die haben da halt eine ganz andere Perspektive. Ne? Da haben die Deutschen sozusagen geholfen, diesen Krieg, sozusagen die weißen Truppen, dass die den Krieg gewinnen, und wurden halt nicht als die Nation wahrgenommen, die Belgien vergewaltigt und in Frankreich rummarodiert. Das kann ein Vorteil sein, ja. Und im Zweiten Weltkrieg waren die Finnen auch ganz, ganz lange auf deutscher Seite und gab auch dann eine deutsche Armee. Nur vielleicht hier, das hat sich dann geändert, weil kurz zum Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Finnen beschlossen, schlauerweise einen Separatfrieden zu machen. Und dann gab es aber noch deutsche Truppen im Gebiet des nördlichen Finnlands, und dann gab es den sogenannten Lapplandkrieg, wo die Deutschen komplett die nördliche Hälfte von Finnland einbetoniert haben. Also die haben alles kaputt gemacht, die ganze Infrastruktur noch am Ende 1944 auf ihren Rückzug. Und ja. Das hast aber schon ganz schöne Themensprünge gemacht. Das stimmt. Okay, da hast du recht. Deswegen, jedenfalls, es gibt Finnland. Vielleicht nochmal eine Sache. Finnland von vor 100 Jahren, so vom Gebiet her, war ein Ticken größer als heute.
Und zwar die Grenze war sehr nah an St. Petersburg dran. Und es gab einen Hafen im Atlantik sozusagen. Es gab so einen Landzipfel, was noch zwischen Norwegen und Russland war. Und man hatte einen Hafen im Atlantik. Ach. An Eisen, noch vor Murmansk. Ich weiß nicht, ob ich das alles jetzt gut beschreiben kann. Aber es war ein Ticken größer. Und im Laufe des Zweiten Weltkrieges, wegen Kompromisse, hat Finnland dann noch ein paar Gebiete verloren. Ja, das war mir noch gar nicht bekannt, dass sie da so einen Seezugang zum Atlantik hatten. Ja, genau, den haben die dann verloren. Ja, und das ist Finnland und diese Nation gibt es jetzt auch. Ja, danke schön, Luis. Dann war es das soweit mit unseren Meldungen. Wir kommen gleich zu Harry Graf Kessler, wenn mich nicht alles irrt. Nee, gar keine Meldung. Ich möchte, ich kann aber nicht. Wie meinst du das jetzt? Er hat keine Meldung. Achso, er hat keine Meldungen. Ja. Dann lass mich das nochmal kurz anrufen. Nein, liebe Zuhörer, wenn ihr Steffen aus dem Konzept bringen wollt, ihr habt ihr das gerade gehört. Ich würde sagen, damit haben wir alle Meldungen durch. Beenden wir die Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir reden uns wieder in 4 Wochen. Bis dahin. Das war die aktuelle Folge von Verhundert. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren, und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aufs Band sprechen und uns Rückmeldung geben. Denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 55339 tun oder unter info@verhundert.de oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details siehe Webseite von uns, verhundert.de. Vielen Dank.